Genau, das sagst gerade du, die ein Buch voller Männergeschichten hat, ha? Ja, ich will mich ja nie mit dir dann privat treffen. Das verstehe ich. Überwiegend alte, grindige Knacker. Was? Nein, Knacker sind das auch keine. Wieso? Waren leicht neuerdings ein paar Heiße dabei, oder was? Nein. Nein? Sophie, jetzt gib her. Bitte, ich lese es ja nicht. Hör auf, ich lese es ja nicht zum ersten Mal. Kennen ja eh schon alle. Aber so. Stefano kenne ich schon. Geht regelmäßig zur Prostituierten. Okay. Genau. Oh Gott. Ist sehr ehrlich. Anton ist ein leergeschriebenes Blatt. Ich muss das noch schreiben, okay. Boah. Sicher ein spannender Mensch. Genau, Alex ist Sportler und kommt nur kurz auf Besuch nach Wien. Ist schwul, Fragezeichen. Ja, komm. Nee, kenn ich. Ah, Salomon. Mhm. Organname? Yes. Du hast gesagt, du bist lernen. Ja, hab ich ja auch davor. Na, wenn der wirklich so ausgeschaut hat. Okay. Ist es denn ernst? Was? Ja, was das? Ja, und? Du, ich hab gedacht, das ist so eine Hostessenagentur. Ja, ist es ja auch. Nein, das ist Prostitution. Okay, warte, ja, ist jetzt. Ich überlege gerade, ob man das nicht einfach gleich da lassen, müssen wir nachher ins Bad mitnehmen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Meine Frau. Ich glaube, ich habe sie verloren. Verloren? Wie meinen Sie das? Sie ist weg. Wo haben Sie sie denn das letzte Mal gesehen? Mama, gehen jetzt rein. Wir gehen gleich rein, Schatzi. Ich will nach Hause. Wo wohnen Sie denn? Rosengasse. Rosengasse? Kenne ich leider nicht. Was? Sie kennen sie nicht? Ja, aber da wohne ich doch. Ja, wir gehen gleich. Wissen Sie was? Fragen Sie doch den Busfahrer. Der kann Ihnen sicher weiterhelfen. So, Herr Dr. Brock. Ich habe Ihnen was aufgeschrieben gegen die Schmerzen. Schmieren Sie sich zweimal täglich ein. Schonen Sie sich ein bisschen. Sonst ist alles in Ordnung. Danke. Kiffen sollten Sie halt ein bisschen weniger. Das ist, was Ihrem Sarko gefallen. Wieder schauen, Herr Kollege. Es gibt echt auch andere Dinge im Leben. Nein, für mich nicht. Ich habe nur Sie. Und dich? Versuchen wir es noch einmal. Das Wichtigste ist Vertrauen und Respekt und ich weiß nicht, ob ich das noch habe, nach allem, was passiert ist. Ich habe dir gesagt, dass es mir leid tut, aber ich werde jetzt nicht vor dir auf die Knie fallen. Ja, aber ich will keine Ablenkung für dich sein, weil du frustriert bist und Ersatz suchst. Krieg dein Leben auf die Reihe und dann schauen wir weiter. Ich will eine selbstbewusste, autonome Partnerin und kein unzurechnungsfähiges Beziehungswrack. Das ist aber ein Risiko für dich. Sag, dass ich dich noch will, wenn ich nicht mehr frustriert bin. Schlaf drüber und gib mir dann Bescheid, ja? Jahrelang kümmerst du dich nicht um mich und sobald ich erfolgreich bin, stehst du wieder da. Ich meine, woran liegt das? Ich muss dein Geständnis machen. Sag doch nicht, dass das Kind von mir ist. Ich sollte eigentlich auch viel mehr Wasser trinken. Ich habe Urlust auf Kaffee die ganze Zeit und erst prompt, seitdem mir der Arzt gesagt hat, ich darf kein Kaffee mehr trinken oder ein Becher am Tag. Ich habe eigentlich früher eh nie so viel Kaffee getrunken. Aber ich denke mir, der Körper sagt es einem auch irgendwie. Ist ja wurscht, ob Schwangerschaft oder nicht. Danke. Vermissen Sie Ihren Mann? Was? So. Nein, nicht wirklich. Naja, wenigstens im entscheidenden Moment war er da. Ja, das stimmt. Was wird's denn? Der Max sagt, es wird ganz sicher ein Bub. Der Laurenz? Ich meine, es ist doch der Papa, Nani. Ja, sicher. Kannst du es ihm bitte nicht sagen?
Ine Holm von Wien, Claudia Molz, Assistant to the Managing Director. Herr Geigl, bitte, ich habe es Ihnen bereits mehrfach mitgeteilt. Der Magister Berkowitsch ist heute den ganzen Tag in einer Besprechung. Ich muss Sie kurz auf Hold geben, Herr Geigl. Der Termin mit der ABA? Ja, Donnerstag, 14.30 Uhr, Herr Magister Berkowitsch, Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsminister. Der Minister auch? Mhm. Das muss eine perfekte Präsentation werden, sonst jammert sie wieder die Chefin. Nehmen Sie Ihnen den nächsten Abend besser nichts vor. Natürlich nicht, Herr Magister Berkowitsch. Halle frei? Ja, Herr Magister Berkowitsch, die Halle ist bereits reserviert. Aufgepumpt? Ja, Herr Magister Berkowitsch, ist bereits erledigt. Ich habe es diesmal selber gemacht. Könnte ein bisschen mehr sein, gell? Geht in Ordnung, Herr Magister Berkowitsch, ja. Soll ich springen? Meldet Sie sich doch einfach mal freiwillig für einen Tag an der Grenze bei uns. Meine Familie wartet im Lager auf mich. In die Polizei. Sei zu still. Bitte. Ich mach alles. Bitte, wenn Sie mich nur reinlassen. Halt! Stehen bleiben! Halt oder ich schieße! Nein! Kein Schritt weiter! Was ist dann passiert? Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn anzeige. Er hat gesagt, dass ich nichts gegen ihn in der Hand habe. Und... Was? Was hat er dann gesagt? Dass er sich jederzeit wieder bedienen kann, wenn er das will. Ich wünschte, ich hätte es getan. Ich wünschte, ich hätte ihn... Aber ich weiß nicht. Ich war in der Therapiesitzung den ganzen Abend. Sie können das nachprüfen. Sabak, du kennst Shakira nicht? Nein. Was ist von der? Seine Musikerin. Ach so, aha, aha. Darf ich dich was fragen? Ja. Es ist nicht böse gemeint? Ja. Aber wie alt bist du? Die Seele ist alt. Die Seele ist schon ganz alt. Nicht nur deine Seele alt, wenn du Shakira nicht kennst. Ich meine, du liest doch jeden Tag so viel in der Zeitung, schneide Sachen aus und hast noch nie Shakira gelesen. Na, ich reiße sie aus. Kennst du Michael Jackson? Ja, Michael Jackson kenne ich. Ja. Oh, Gott sei Dank. Okay. Es ist nicht böse gemeint, es ist als Tipp gemeint, aber es kann wirklich peinlich sein, wenn man zum Beispiel Leute wie Shakira nicht kennt. Charlie unterschreibt einmal überhaupt gar nichts. Verhandeln tust du bitte ausschließlich mit mir, ja?